Moin, ich bin Felix. Willkommen bei Heller Tools. Beim letzten Mal habe ich euch gezeigt, wie man in Mauerwerk bohrt, um zum Beispiel einen Haken für eine Hängematte zu befestigen. Heute wird es ein bisschen industrieller. Wir werden einen solchen Anfahrschutz auf Betonboden montieren. An Materialien braucht ihr dafür einen geeigneten Bohrhammer und dazu passend natürlich einen Hammerbohrer. In diesem Fall würde ich unseren Duster Expert empfehlen. Der hat den großen Vorteil, dass während des Bohrvorgangs der Staub durch den Bohrer abgesaugt wird. Und das erspart euch hinterher beim Setzen eines solchen chemischen Ankers das Reinigen des Bohrlochs. Und selbstverständlich eure persönliche Schutzausrüstung nicht vergessen. Ihr setzt also dann, nachdem ihr das Bohrloch markiert habt und zum Beispiel den Anfahrschutz auch als Schablone benutzt habt, den Bohrer in die Maschine ein, schließt den Staubsauger an. Ihr bohrt dann das Loch, indem ihr die Maschine einmal kurz anlaufen lasst, um den Bohrer zu zentrieren, und bohrt dann bis auf die gewünschte Tiefe das Bohrloch ein. Nachdem ihr das Bohrloch gebohrt habt, könnt ihr den Injektionsmörtel einbringen, auch da wieder die Bedienungsanleitung beachten und unter Zuhilfenahme des Anfahrschutzes die Gewindestangen mittels einer Durchsteckmontage montieren. Ihr solltet die Mutter nicht sofort komplett festziehen, weil das dazu führen würde natürlich, dass ihr die Gewindestange wieder aus dem Bohrloch entfernt. So, schön, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank fürs Zuschauen, und wenn ihr noch Fragen habt, bohrt gerne nach.